Herzlich willkommen zurück zu Bridge mit Arezzo. Ich bin Arezzo und wir hängen an der gleichen Brücke wie beim letzten Mal und wahrscheinlich die letzten paar Male davor. Ich erinnere mich gar nicht mehr so weit zurück. So, ich schummle diesmal ein klein bisschen. Ich glaube, ich war beim letzten Mal schon relativ nah dran, deswegen habe ich mir jetzt gerade auf meinem anderen Bildschirm die... ja, den letzten Aufbau aufgemacht. Ich finde, der nicht wirklich gut aussieht gerade, wenn ich mir das so angucke. Aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es halbwegs funktioniert hat. Deswegen probieren wir es jetzt. Nein, Moment, so war das nicht. Das... Ja, okay. Das geht hier hoch. Dann geht's hier runter und wieder hier hoch. Wer denkt sich sowas aus? So. Ist wieder eine Woche vergangen, deswegen... Ja, habe ich natürlich keine Ahnung von der Brücke mehr. Hier fehlt mir gerade vollkommen die... Achso, nee, da sollte ich die hin, ja? Okay, gut. Dann haben wir... Hier was. Und... Hier. Okay, das ist der Stand vom letzten Mal. Jetzt muss ich nur gucken, wie das funktioniert hat. Okay, hier ist es auseinandergebrochen. Was natürlich ungünstig ist. Jetzt ist die Frage, warum bricht es da auseinander? Das ist ja ein sehr merkwürdiges Ergebnis. Moment mal. Ich glaube, hier konnte man irgendwie... Nee, okay. Habe ich falsche Erinnerung. Ich dachte, da gäbe es... Also klar, man kann hier die wieder rückgängig zum Normalen machen. Ja, okay, das war's. Wenn das nicht klappt, dann können wir das hier so verbinden. Und dann haben wir noch ein bisschen Geld und... Na gut, vielleicht reicht's für Eisen. Achso, der Winkel haut hier nicht hin. Gut, wie sieht's denn aus, wenn wir es so hier machen? Oh, das hält ja... Doch nicht. Aber... Eisen können wir hier oben verwenden. So, wenn wir das so machen, dann hält das hier erst einmal. Okay. Jetzt müssen wir hier trotzdem noch Dinge aufmachen. Versuchen wir es hier. Mal sehen, was dann passiert. Es bricht zusammen. Was auch sonst, wenn man das aufmacht. Aber vielleicht, wenn wir hier die Hydraulik machen. Wenn wir das hier öffnen, dann geht es auch wieder kaputt, ne? Oh, nee, okay, dann... Okay, vielleicht klappt das. Wir ziehen das hier hoch. Hier wird... hier reißt es nichts auf, weil es eben... offen ist. Und hier müssten wir es noch öffnen. Und dann... bricht es nicht zusammen. Allerdings haben wir hier... kurz eine Belastungsspitze gehabt. Okay, schauen wir uns an, ob das hält. Okay, wir haben ein paar bedrohliche Stellen, aber es geht noch. Und los geht's. Hydraulik bitte. Und... Okay, es funktioniert nicht. Das ist schade. Sehr schade. Hör auf, meine Brücke kaputt zu machen, du doofe Hydraulik. Okay. Ja, danke. Gut gemacht. Großartig. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay. Was können wir hier sonst machen? Was passiert, wenn wir das hier so festsetzen? Warte mal, das hier... Ne, das sollte ja auseinandergehen, ne? Okay. Und wir gucken nochmal. Jetzt wünschte ich wieder, dass wir das Ganze überspringen könnten mit den... Autos, damit wir direkt zur Hydraulik gehen können. Tja, aber so weit haben die Spieleentwickler nicht gedacht. Okay, und die Hydraulik geht hoch. Da haben wir wieder viel zu hohe Belastung. Jetzt bricht es dort auseinander. Achso, ja, okay, weil wir hier diesmal den... Uppala. Weil wir hier diesmal den Widerstand hatten. Okay. Müsste mir das hier eigentlich nochmal angucken.
Was passiert eigentlich, wenn wir das da noch machen? So. Und hier. Jetzt sollte das ein bisschen besser sein beim Nachgeben. Ja, okay, los, los, los. Dürfte ich mal? Danke. Okay, die Autos fahren, alles ist gut. So, wenn das hier nämlich hochgezogen wird und ich das hier besser bewegen kann, dann dürfte es nicht auseinanderreißen, rein theoretisch. Da, hier haben wir tatsächlich alles gut. Das da ist jetzt etwas merkwürdig gewesen und hier haben wir eine Hydraulik drin, die über... nicht eine Hydraulik, sondern ein dehnbares Teil, wie es aussieht. Ne, Moment, hier ist nichts. Warum fällt das hier auseinander? Das ist merkwürdig. Okay, Moment, wir machen das hier mal wieder fest. Und jetzt haben wir das auf beiden Seiten im Prinzip gleich. Hier lose und das hier kann sich bewegen. Gut. Und diesmal wird es klappen. Passt auf. Jetzt fahren erstmal die Autos, das ist ja kein Problem. Musste mir gestern ansehen in Wuyas Stream, also in der Wiederholung von Wuyas Stream, wie er sich die ersten beiden Folgen angeguckt hat. Und ich kann echt nicht verstehen, warum sich irgendjemand diese Reihe anguckt. Und ich kann auch nicht verstehen, warum irgendjemand dieses Spiel spielt. Das ist nicht richtig. Das biegt sich in die falsche Richtung, aber... Hey, immerhin ist nicht wirklich irreparabel beschädigt. Ich meine, wenn wir hier ein kleines Häuslein, hinbauen für einen Schweißer, der das dann immer wieder repariert, wenn die Hydraulik wieder zu ist, haben wir einen Arbeitsplatz geschaffen und es funktioniert. Okay, Moment. Wir probieren es jetzt anders. Wir machen die Hydraulik hier rein. Machen hier... Obwohl, nee, da dürften wir das nicht so festmachen. Moment. Allerdings können wir hier das noch machen. Und hier die Hydraulik rein. So. Das ist zu wackelig gewesen, ja. Gut, wenn wir das hier reinmachen... Ja, wenn wir hier die Verbindung lösen, dann... nein, klappt das nicht. Okay, wir brauchen hier mehr Stabilität. Wie machen wir das? Eventuell, indem wir hier Stahl rüberziehen. So. Und... uppala. So sollte es nicht laufen. Okay, wie war das doch gleich? Das ging hier hoch. Wenn wir das hier gerade nach oben machen, dann haben wir wirklich keinen Spielraum. Wenn wir das allerdings hierhin verbinden und das Ganze flexibel lassen, bricht zusammen, das ist doof. Aber wenn wir es dann gleichzeitig noch hierhin verbinden und das hier flexibel lassen, dann bricht es auch zusammen, ist auch doof. Wie können wir das hier befestigen noch? Erst einmal, das hier brauchen wir, glaube ich, nicht in dieser Konstruktion. Okay. Das Eisen hier kann ich nicht wegnehmen. Es sei denn, wir machen hier wieder die Stahlstreben unten. Gut, das hält. Und jetzt können wir hier oben Eisen verwenden. So. Jetzt haben wir nicht genug Stabilität. Warum nicht? Das ist aber doof. Und nee, weiter weg machen können wir das hier nicht. Das kann wirklich nur die zwei Felder gehen.
Okay, Moment. Ich denke, das Problem könnte hier sein. Kein Geld mehr, das ist doof. Nee, eigentlich, Moment, das war sowieso Unsinn. Gut, wie machen wir das jetzt hier? Wie gesagt, wenn ich das hier hin mache, dann wird uns das auseinanderreißen. Weil das Teil hier nicht mit kann, es sei denn, Moment, wenn wir das so machen, dann bricht es direkt auseinander. Wenn wir das so machen, dann wird es das uns wieder auseinanderreißen, sobald die Hydraulik geht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir testen es sicherheitshalber trotzdem. Dann sehen wir auch gleich, wie der Rest der Brücke sich verhält nach dem Umbau. Okay, und los. Gut. Jetzt ist alles leider hier direkt zerbrochen. In Verbindung hiermit. Deswegen. Moment, wenn wir das hier frei machen. Ja, toll. Irgendwie hängt das hier dann in der Luft. Okay, das war also wieder nichts. Gut, wenn wir das so hier verbinden. Das so. Und das so. Haben wir dann Stabilität? Fragezeichen. Nicht wirklich, aber eventuell, wenn wir hier noch eine Verbindung machen. Fast. Das hält nicht ganz. Das wird zerbrechen, wenn Autos rüberkommen, nehme ich an. Rüberfahren. Oder? Na, das hält noch. Das hält sogar erstaunlich gut dafür, dass es so rot geworden ist. Okay, jetzt fährt es hoch und. Da läuft was falsch. So sollte es eigentlich nicht laufen. Okay. Oh, hier fehlt der. Hier. Das muss ja rotieren können. So. Und jetzt bricht das hier auseinander. Das ist nicht gut. Moment, ich muss den Stresslevel sehen. Okay, wir sacken hier kurz ab. Moment. Ja, es sackt hier ab und dann bricht es runter. Wir haben kein Budget hier mehr. Können wir das wegnehmen? Bricht alles zusammen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das wieder reinmachen, vielleicht nicht. Okay, wirklich gut ist das auch nicht. Und sackt hier zusammen, weil wir hier eben keinen Halt haben. Und so haben wir auch nicht wirklich Halt. Aber Moment mal, wenn wir das hier reinmachen, bricht es auch zusammen. Das ist schade. Und so. Von wegen Dreiecke helfen. Okay, Moment. So, das hier soll rotieren können weiterhin. Danke. Na, es hält fast. Und uns ist wieder das Geld ausgegangen. Mal sehen, hält das jetzt an der Stelle noch? Nicht wirklich, aber vielleicht, wenn es nicht mehr von hier runtergezogen wird. Das hält wieder nur fast. Wir haben hier noch Eisen übrig, das könnten wir. Können wir nicht benutzen. Ist zu teuer. Aber eventuell, Moment, das vielleicht reicht hier hinten Eisen aus, dann haben wir genug Geld vielleicht noch übrig. Ja, das reicht da hinten noch. Dann können wir hier noch eine Strebe reinhauen, die für Stabilität sorgt. So, wir haben die
rotierenden Teile eingebaut. Wir haben hier die Freistellen. Let's test. Gleich, wenn wir dürfen, Start. Okay, die Autos kommen. Alles ist gut, nichts zerbricht, sehr schön. Und jetzt wird die Brücke gehoben. Okay, aus irgendeinem Grund wird das hier alles nicht. Ah ja, Moment mal. Der drückt das hier hoch, aber das ist hiermit nicht richtig verbunden. So eventuell. So will es zusammenbrechen. Eisen haben wir nicht mehr übrig. Über Kreuz kann ich die ja leider nicht machen. Und das hier direkt hochstützen wird nichts bringen. Na, ich will testen. Der lässt mich jetzt nicht mal mehr testen. Doofes Spiel. Darf ich jetzt? Ich darf nicht mehr testen. Toll. Gut, brechen wir diese Folge ab. Gut, wir haben aber in 17 Minuten geschafft. Ist doch schon mal was, ne? Das reicht doch als Folge. Na gut, eigentlich ist das hier ja die 20 Minuten, 20 bis 30 eigentlich, aber bei Birch halte ich mich immer erstaunlich nah an den 20. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit der gleichen Brücke, mit der gleichen Grundstimmung. Es sei denn, wir bekommen ein paar äußerst hilfreiche Tipps in den Kommentaren, da wäre ich dankbar drüber. Wobei ich dann bei der nächsten Brücke festhänge. Wir sehen uns. Leb wohl. Hinterlasst Kommentare. Adios.